Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir sind heute mit Yoon Jin Lee unterwegs. Stand da ein Zombie? Ach nee, das bist du. Wer auch immer du bist. Ich dachte, du bist ein Zombie! Was ist das denn hier? Es ist mit der Werkstatt, oder? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Irgendeiner meiner Mates hat sich mal wieder eine Map gewünscht. Oh, Caleb. Und zwar den Schrottplatz. Ach so, wenn... Ah, nee, ich glaube... Nee. Es ist ja so, dass Ende Oktober, meines Wissens nach... Also so um den 9.10. Man sollte nicht... Man sollte nicht auf den Kalender gucken, wenn man spielt. Kommt das mit Chapter-Update. Da gibt es eine neue Überlebende, die heißt, soweit ich weiß, Michaela. Ich habe den PTB nicht gespielt. Oder ich spiele ihn nicht. Da wird der Todesbote überarbeitet und bekommt einen größeren Terrorradius. Das finde ich schon mal nicht verkehrt. Der Trappy bekommt von Grund auf jetzt die Fähigkeit, immer zwei Fallen zu tragen, glaube ich. Spirit wird ein bisschen genervt. Entschuldigung. Spirit wird ein bisschen genervt. Ja. Ich habe mich nicht so damit befasst. Warum stehst du? Oh, wie weit schießt er denn? Ich dachte, ich kann Zeit rausholen für Dwight. Er hört ihn, oder? Oh, schade. Das sah so gut geblendet aus. Hier alle bei mir rum, ist klar, dass der Killer nicht weggeht. Wieso sind die denn alle jetzt? Die heilen immer alle nicht mehr. Nur wenn man 3 Meter weggeht vom Haken. Wirst du nicht mehr geheilt. Und das ist zwar cool, dass schon 3 Generatoren an sind, aber die sind alle irgendwie... Ich glaube, doof gemacht, weil die alle beieinander stehen und wir uns gegebenenfalls 3 Gen... Wollte er jetzt sagen, wir sollen zu dem Gen dort hinten gehen? Oder was war sein Ziel mit seinem Fingerzeig? Okay, er scheint... Also es klingt, dass es sei ja relativ weit weg.
Ich krieg nicht mal meine Falle ready. Cool. Falle in der letzten Millisekunde ready bekommen. Ich hinterlasse gerade noch keine Kratzspuren. Jetzt wieder. Ich glaube, an dem Tor sollten wir sicher sein. Auf der Map-Hälfte war ich heute gar nicht unterwegs. Auch gut. Ich mache auch direkt ganz auf. Ja gut, hinten ist auch auf. Sarina ist raus. Dwight, gehst du raus? Ich hoffe, Dwight war am Ausgang. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, okay. Wir sind alle raus! Juhu. Ja. Gut. Haben wir geschafft. Wir sind raus. Sehr cool. Ich sag's euch, wenn man bei DBD mal entkommt, es macht viel mehr Spaß, als wenn man 20 Runden am Stück stirbt. So ist schon um einiges besser. Ja. Danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Bye, bye.